So, liebe Friends, wir reagieren heute auf Arian, seinen neuen Controller, Freunde. Und zwar hat er einen neuen PS4-Controller. Ich bin mega gespannt, was für einen Controller der hat. Der hatte davor, glaube ich, mit einem Xbox-Controller gespielt und jetzt hat er einen PS4-Controller. Okay, aber let's go. Alter, ich bin der Lust mit dem Controller. Yo, willkommen zu einem Video. Ihr habt das schon im Titel gelesen. Ich werde heute mal einen neuen Controller ausprobieren. Ich habe in letzter Zeit gesehen, den spielen viele Leute und der soll ziemlich gut sein. Und zwar ist es der Narcon Revolution Unlimited Controller. Das ist ein PS4-Controller in Form von... Ich kenne diese Marken. Narcon, ich glaube, es gibt andere, Razer, etc. Ich habe die alle schon bestellt gehabt. Also ich habe die wirklich alle bestellt gehabt. Ich habe auch den Xbox Elite Controller bestellt gehabt. Den fand ich sogar eigentlich sehr gut. Aber... ich bin ehrlich, kam einfach nicht mit der Form für den Controller klar. Ich kam auch nicht damit klar, dass der Stick oben links ist, also wie damals bei der Xbox. Ich kam einfach damit nicht klar. Ich hätte keinen Bock, mich daran zu gewöhnen. Also ich kam nur mit PS4s, also PS4-Scuffs in dem Sinne klar. Also muss das nicht von Scuff sein, sondern einfach, ihr wisst, was ich meine, aber so PS4-Form oder von Scuff die Impact-Form. Also das finde ich die beste, also für mich persönlich. Aber ja, aber an sich PS4 so geht immer so, ne? Wie gesagt, ich persönlich kann nicht mit denen klar, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber lass uns mal den Controller anschauen, let's go. Von dem Xbox Controller, warte, ich zeig ihn euch mal kurz. Also ihr könnt sehen, er hat... optisch sieht er auf jeden Fall hochqualitativ aus, auch hier mit diesem LED-Ding hier. Die Form von dem Xbox Controller und der eine Stick ist hier halt weiter oben. Dann hier hinten die Pedals, ich glaube, damit werde ich ein bisschen Probleme haben, weil das sind nicht die Pedals, die ich gewöhnt bin, das sind eher so Tasten. Ich habe mir auch schon die Software dazu runtergeladen und auch schon meine Keybinds eingestellt. Ich würde sagen, wir gehen gleich erstmal in Creative und ich probiere mich halt erstmal an den Controller zu gewöhnen. Aber bevor wir anfangen, es haben immer noch über die Hälfte von den Leuten, die meine Videos schauen, noch kein Abo dagelassen. Also wir haben abonniert, liebe Freunde. Wir sind Ehre mehr und haben abonniert. Genau, 51,3%, also falls ihr noch nicht abonniert habt und keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr das gerne tun. Lasst uns einfach unter 50% kommen. Und falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne im Itemshop rechts unten meinen Creator-Code eintragen, ArianFN. Ist ganz einfach und geht mega schnell. Und ja, let's go. Ich hoffe, ich komme mit dem Controller einigermaßen zurecht. Okay. Da bin ich gespannt. Okay, jetzt macht er ein paar 90 Flexis. 90s. Ach du Scheiße. Boah, das Schwierige sind halt die Pedals hinten. Ich kann nicht genau einschätzen, wo ich jetzt rücken muss. Okay, sieht ja gut aus. Okay, 90s. Ja, gehen schon mal ganz gut. Ja. Ich würde sagen, ich übe jetzt erstmal so 20, 30 Minuten und ja, dann sehen wir uns. Boah, wieder. Ich könnte niemals 20, 30 Minuten kreativ rum abhängen. Ich mag das gar nicht. Ich bin ja nie kreativ. Aber es lohnt sich. Guck mal. Guck mal, was er jetzt drauf hat. Ja, also so langsam. Es lohnt sich auf jeden Fall, Digga. Langsam wird's. Ja, das sieht so aus, wie vorher sein Controller hart auf hart. Sieht sehr gut aus. Ja, ganz knackig. Ja, geht doch. Ja, fast. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt noch ein paar One-on-Ones, damit ich auch sehe, wie ich mit dem Aim zurechtkomme. Okay, let's go. Aim ist auch so auch sehr wichtig, ne? Oh. Oh. Ja, sieht gut aus. Alter. Aber heftig schnell eingespielt mit dem Controller, muss man schon zugeben. Man muss ja, jeder Controller hat ja seine eigene Sensibility, jeder Controller hat seinen eigenen Style, so. Da muss man drauf klarkommen. Schöner Shot. Ja, GG. Okay, jetzt noch ein paar Realistic Games. Peach! Na, wie gefällt dir das, hä? Realistic Games. Interessante Hase. Warum? Aua. Schöner Shot. Der hat sich gut eingespielt mit dem Controller, muss man schon sagen, Digga. Not bad. Alter, ich bin der Wut mit dem Controller. Wow. Oh. Wie konnte der Wiesnett nicht treffen? Gute Frage, gute Frage, die nächste Frage. Ich bin auch auf sein Fazit gespannt, ob er jetzt weiter auf den spielen wird oder nicht. Aua. Oh Gott. Aua. Oh.
70er? Oh, Digga, der war böse. Der war böse. GG. Okay, da war das Aim ein bisschen komisch. Ja, man merkt ja, Aim-technisch, du musst halt immer, wie gesagt, auf die Sticks klarkommen, ne? Oh, ich bin nicht gesingelt. Das dauert doch meistens sehr lange. Oh Gott, das ist mein Tod. Ja, wenn sich ja ran zahlt. Och nee, ich glaube es nicht. Ey, krass, also ich spiele erst so, seit so 2 Stunden auf dem Controller und ich fühle mich schon voll sicher auf dem. Das ist aber wirklich nice. Das kann daran liegen, dass er aber auch einfach schnell lernt, so, ne? Good Robin. Schöne Waffen hier direkt early bekommen. Aua. Ah, man merkt also, er muss sich noch weiter einspielen, aber harte Fahrt ist schon stramm. Ich bin tot. Das waren 5 Leute. Schöne Shots. Schöner Burst. Boah, das waren saubere Shots, saubere Headshots. Aber ohne Witz, ne, er spielt jetzt mit dem Controller besser als so 90% aller anderen, die schon seit 10 Jahren mit Controller oder Tastatur spielen. Digga, der hat ja richtig den Baba-Pampra rausgedrückt hier. Aua, Digga. Zur Abwechslung mal Salty. Eine stabile Kiste, Digga. Ich hab eine richtig stabile Kiste. Oh, wie Baba-Loot hier, wirklich. Ja, schöner Gegner. Mighty Monkfish. Ja, das war 100% Bot. Ich glaube, hier ist jemand. Oh, Digga, das war ein dicker Schaden. Hab ihn. Ich glaube, da ist noch einer. Ah, nein, ja, sein Mate ist da hinten. Hab ihn. Ah, schön. Nice, GG, Alter, krass. Und das Einzige, was mich am Controller krass stört, ist, dass man die Pedals so stark reindrücken muss. Ja, das bockt nicht, Digga, das bockt nicht. Aber wenn man Pedals doll reindrücken muss, das ist albern, Digga. Das ist albern. Sieht stabil aus. Ja? Skin-Kobo hat da wirklich was, ja? Ja, man, sieht schon, hat was. Komm, wir müssen unsere Mate helfen. Ja, ich komm. Ah, die haben so random Mates. Die Bots, Digga, mal wieder im Ernst machen. Oh, oh. Bei mir. Schön. Den hat er. Schöne Sache. Hab ihn. Sehr schön hops genommen. Ja, sehr schön hops genommen. Elite Controller hat so viel besseren Grip, ne? Ja, der ja. Hat ja gar keinen Grip. Ja, hab ich. Hab ihn getroffen, sogar Schaden. Hab ihn. Nice. Digga, dein. Der Heli, Digga. Hab ihn. Oh mein Gott, der da oben ist weit. Der oben ist weit. Ganz oben ist weit. Oh, wir werden gepusht. Ey, das ist ein Tryharder. Ja. Oh oh. Ich jump hätte weg. Spring, lass mich. Ja, Digga, gefährlich. Ich hab einen Jump-Hit gesetzt, komm. Sehr gefährlich. Ich weiß, wie ich am schnellsten da hinkomme. Hast du einen Jump-Hit? Pass auf, das hält nicht die ganze Zeit, gell? Was macht der? Glaube ich. Aua! Ja, hab ich dir doch gesagt. Was macht der? Ah, shit. Midget, da unten ist ein Lagerfeuer. Warum hast du schon wieder so viel? Muss er taken, Digga. Der hat seine Mates revived, nein! Ganz gefährlich, Freunde. Komm, wir müssen uns beeilen. Jo. Ah. Der Schwarze ist in White. Die sind White auf jeden Fall. Oh, das wird noch ein heftiger Fight. Die anderen kommen auch. Die fighten jetzt. Ja. Ah, du willst von hinten angreifen. Wie kässt denn sie ein? Du bist hinten. Ja, genau. Das ist ja. Da vorne auf oben. Okay, Digga. Ich glaube, die kann man noch easy catchen. Ich glaube, die sind nicht so gut, Digga. Nee, die sind nicht gut, die sind nicht gut. Das sind so süße Gegner, oh harter Fahrt. Die haben sehr süße Vibes, oh mein Gott. Ach, mein Mann. Oh, shit.
Ah? Pass auf, der über dir. Der macht ernst, Digga. Der macht aber ernst. Hab ihn. Aber harter Fahrt ist ja nicht gut. So. Ja, stabil, Digga. Ich glaube, die machen das easy. Das Team von denen. Aua. Digga, der sprintet weg, Digga. Hab ihn getroffen, hab ihn. Nice. Guck dir mal den mit der Minigun an, Digga. Der ist top motiviert auf jeden Fall. Der Arme wird so gesprayt, Digga. Wo ist der? Der entkommt aber gut. Der entkommt aber gut, Digga. Let's go. Ja, es sind noch zwei am Leben. Ja, es gibt noch einen Sniper. Ach, da oben ist er irgendwo. 4 gegen 2 Situationen. Die werden so sterben, da. Die werden so sterben, Digga. Guck dir das mal an. Keine Chance. Keine Chance. Ein letzter irgendwo. Wo ist der? Ist er bei denen? Vielleicht so einer, der sich versteckt auf süß. Obwohl? Da vorne ist er. Oh, Schüssel. Oh, schön. Sehr schön, sehr schön. Aber noch ein leckerer Clip oder was? Ja, das war's schon mit dem Video. Ich muss sagen, echt geiler Controller. Ich werde jetzt natürlich nicht wechseln. Ich finde den Xbox Elite natürlich immer noch besser. Für den PS4. Ja, das habe ich mir auch gedacht eigentlich. Der Controller echt krass. Ich hätte auch echt nicht gedacht, dass ich so gut mit den ungewohnten Paddles zurechtkomme. Na, vergesst auf jeden Fall nicht im Item Shop. Creator Code ArenFN. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, fresh, Digga. Und ich würde sagen, ich kann ja bald auch ein Video über meine Controller Collection machen. Wird dann wahrscheinlich auf dem Red Summer Kanal kommen, oder? Macht Sinn. Ja, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Der Allerechte und Tschüssilein.